Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pottermore. Ich bin mittlerweile bei einer besonderen Lieferung für Harry angelangt. Das Kapitel nennt sich Halloween. Und ich würde jetzt gerne... Dankeschön, Malfoy wollte seine Augen nicht trauen, als er am nächsten Tag sah, dass Harry und Ron immer noch in Hogwarts waren. Müde zwar, doch glänzend gelaunt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was genau da los war. Ach so, wegen dem verbotenen Korridor und so, genau. Das war's. Und irgendwas wollte ich noch. Ach ja, hier wegen dem Bild. Hier steht dran First Years. Und ich habe mich immer gefragt, es gibt ja nur einen Gemeinschaftsraum in Hogwarts, aber es scheint mehrere Schlafsäle zu geben. Sowohl für Jungen als auch für Mädchen, das ist klar. Aber die Schlafräume scheinen nur in Schuljahren nochmal aufgeteilt zu sein. Also das heißt, die Erstklässler schlafen in einem Raum, die Zweitklässler in einem, die Drittklässler in einem. Und weil man halt auch im Film, so wie im Buch, immer nur die halt in den Schlafsälen mitbekommen hat, die auch wirklich mit in Harrys Schuljahr waren. Also man hat nie mitbekommen, dass in den Schlafsälen auch mal irgendwie Fred und George drin waren oder so. Also zumindest habe ich das nie, ne? Weil die ja auch ein paar Jahre über Harry und Ron waren. Ich muss ein bisschen aufpassen. Mein Mitbewohner müsste eigentlich jeden Moment nach Hause kommen. Ich habe halt alle Türen offen, deswegen könnte man das eventuell hören. Ja, dann würde ich sagen, erkunde ich dieses Bild hier mal. Wuhu! Hier gibt es doch 1000%ig auch irgendwas zum Sammeln. Okay. Ich würde gerne mal richtig rein hier. Dankeschön. Was denn? Nichts zum Sammeln? Wow! Okay, die Lampe konnte ich anmachen. Das ist schon mal schön. Gibt es hier noch mehr Ebenen? Willst du mich verarschen? Okay, ich konnte die Schublade... Oh, ich kann alle Schubladen aufmachen. Sehr cool. Da ist scheine Galeone zum Sammeln. Oh! Öffnen Sie das Paket nicht bei Tisch. Es enthält Ihren neuen Nimbus 2000, doch ich möchte nicht, dass die anderen von diesem Besen erfahren, denn dann wollen sie alle ein. Oliver Wood erwartet Sie heute Abend um 7 Uhr zu Ihrer ersten Trainingsstunde. Professor M. McGonagall. Sehr, sehr cool. Das fand ich übrigens sehr interessant. Allerdings fand ich das wiederum auch ein bisschen fragwürdig, weil Harry ja sozusagen dann wirklich richtig bevorzugt wurde von McGonagall. Ich meine, klar, er war ein Erstklässler, er hatte kaum Erfahrung in dem Spiel und brauchte deswegen wenigstens den Vorteil eines besseren Besens, aber... Pff, ja gut, okay. Ihre Entscheidung. Und wir kommen zum Zauberunterricht. Oh, ich habe mir immer so gewünscht, dass ich auf diese Schule gehen konnte. Ehrlich, aber wer hätte das, glaube ich, nicht. Ups! Das ist bestimmt Seamus. Mr. Finnegan. Ach Gott. Früher, als ich diese Bücher gelesen habe, ich war so geflasht. Ich war so aufgeregt. Ich wollte unbedingt selber nach Hogwarts. Unbedingt. Aber es ging nicht. Da ist was zum Sammeln. Eine Galeone. Hier fehlt der Ton. Der Sammelton fehlt hier. Dritte Ebene? Oh. Schulfächer. Wingardium Leviosa. Schulfächer interessiert mich gerade mal so ein bisschen. Alle Erstklässler in Hogwarts müssen 7 Fächer belegen. Verwandlung, Zauberkunst, Zaubertränke, Geschichte der Zauberei, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Astronomie und Kräuterkunde. Flugunterricht auf Besen ist ebenfalls Pflicht. Am Ende ihres zweiten Schuljahres in Hogwarts wird von den Schülern verlangt, mindestens 2 weitere Fächer aus der folgenden Liste auszuwählen. Arithmetik, Muggelkunde, Wahrsagen, alte Runen und Pflege magischer Geschöpfe. In den letzten beiden Schuljahren werden manchmal spezielle Fächer wie Alchemie angeboten, falls genügend Nachfrage vorhanden ist. Das interessiert... Erinnert mich so ein bisschen an meine Oberschulzeit, also Oberkurs-Schulzeit. Achso, das ist ein Spoiler-Gedönsens hier.
Eine etwas andere Liste von Schulfächern findet sich in meinen frühesten Aufzeichnungen. Kräuterkunde heißt dort Herbalismus. Wahrsagen ist vom ersten Jahr an Pflicht, ebenso wie Alchemie und ein Fach, das einfach Tierwesen genannt wird. Während Verwandlung, Metamorphose heißt. Ups. Harry Potter und der Stein der Weisen. Zu den Unterrichtsfächern in Harrys erstem Schuljahr gehören Astronomie, Zauberkunst, Fliegen, Fliegen, Kräuterkunde, Geschichte der Zauberei, Verwandlung und Zaubertränke. Okay, cool. Ja, und das war's erstmal mit dem Zauberunterricht. Geht's weiter mit Bergtroll. Wir sind ja immer noch bei Halloween. Am Ende eines Ganges her bewegte sich etwas Riesiges auf sie zu. Ah, Fledermausmilzen. Eieiei, wie man wohl an die rankommt? Ja, Fledermäuse sezieren halt. Ne? Würde ich mal so salopp behaupten. Da kann ich noch was sammeln. Eine Schokofroschkarte von Angus von Woodcroft. Muggelverfolger geschrieben, bla bla. Die war ja mal mega offensichtlich da, oder? Okay, und wie? Wie mache ich das Vieh jetzt sichtbar? Gar nicht? Auch gut. Der hat einfach mal das gesamte Badezimmer hier auseinandergenommen. Es macht Geräusche. Oh, da ist was. Eine Schnecke. Da kommt eine Schnecke. Ach, ich kann die sammeln. Cool. Eine Wellhornschnecke. Die brauche ich für den. Ach, das war's schon, okay. Die brauche ich für einen der Zauber, Dingsbums. Weiter geht's mit dem nächsten Kapitel. Für einen der ersten Zaubertränke, die ich brauchen kann, brauche ich die Wellhornschnecke. Moment, kurz das Kabel. Quidditch. Anfang November wurde es sehr kalt. Die Berge im Umkreis der Schule wurden eisgrau und der See kalt wie Stahl. Ach, hier kann ich die zu meinem Favorit. Ah, okay. Das ist gut. Dann müsste ich eigentlich. Duell um Mitternacht müsste das gewesen sein. Warte kurz. Ich will das zu meinen Favoriten dazu zählen dann. Nee, Halloween war das. Halloween, genau. Das ist dann mein Favorit. Okay. Zauberhausaufgaben. Cool. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt noch 8 Minuten. Okay. Gib mir eine Bertie Botts Bohne mit Tomatengeschmack. Ich hasse Tomaten. Deswegen bringt mir das auch nicht. Ah, es ist so cool. Oh Gott, es ist so cool. Ach, ich will unbedingt auf diese Schule. Du hast die ursprünglichen 40. Informationen aus ihren alten Notizbüchern, in denen die Namen der ersten 40 Schüler stehen, die sie erfunden hat. Jetzt bin ich gespannt. Ach du Scheiße, warum steht das hier auf Französisch? Oder ist das Französisch? Hannah Abbott, Susan Bones. Boo Trevor. Brown Lavender. Corner Michael, Stephen Crabb, Vincent Davis. Das sind doch alles Leute, die sie auch benutzt hat. Finnegan Seamus. Goldstein Anthony. Goyle Gregory. Granger Hermione. Longbottom Neville. Warum steht das hier in einer anderen Sprache? Das ist doch scheiße. Kann ich das umstellen? Nein. Ach shit. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das hier in einer anderen Sprache steht. Hätte mich wirklich sehr interessiert. Aber gut. Kann man wohl nicht ändern. Das will ich einsammeln. Nein, man kann es nur ausmachen. Warum? Das kann ich sammeln. Eine Galeone. Da draußen konnte ich doch auch irgendwas machen, oder? Das Haus. Okay, der goldene Schnatz.
Bibliothek, oh mein Gott. Geil. Kann man den einfangen? Ich will den einfangen. Oh, da war ein Klatscher. Böse Sache, böse Sache. Ist das Harry? Das müsste eigentlich Harry sein, ne? Ah! Gib! Bleib hier! Gut gefangen! Das ist der goldene Schnatz. Okay, ich musste den Schnatz fangen. Sehr cool. Ich glaube, es geht schon weiter. Der Spiegelner Haggib. Der übrigens, für alle, die es nicht wusste, rückwärts begehren heißt. Was dann auch ein bisschen erklärt, was dieser Spiegel zu bedeuten hat. Weihnachten stand vor der Tür. Eines Morgens Mitte Dezember wachte Hogwarts auf und sah sich ellendick in Schnee gehüllt. Ich dachte schon gerade, hey, was, Hogwarts? Die Bibliothek. Bibliotheken sind nach meinem Zuhause das, was ich am allerliebsten habe. Ich liebe Bibliotheken. Hier kann ich bestimmt jede Menge Bücher sammeln. Siehst du? Jüngere Entwicklung in der Zauberei. Das Blöde ist nur, dass ich diese Bücher ebenfalls alle nicht lesen kann. Bedeutende Entdeckungen der modernen Zauberei. Wie schon der Name sagt, handelt dieses Buch von den bedeutenden magischen Entdeckungen der heutigen Zeit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, irgendwo gibt es hier doch bestimmt noch was anderes. Gut, gehen wir mal hier weiter. Gibt es nichts? Anscheinend, nein. Ich glaube, da muss ich auch in die nächsten Ebenen dann für. Das kann ich auch noch nicht einsammeln. Hier gibt es auch nichts. Okay, nächste Ebene. Da, 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 da. Große Zauberer des 20. Jahrhunderts. Ich würde gerne in die verbotene Abteilung. Ich muss hier doch tausendprozentig auch ein Buch einsammeln können noch. Jetzt gehe ich hier quasi ans zweite Regal, so wie ich das verstanden habe. Und in der dritten Ebene dann ins dritte Regal. Da ist nämlich noch eins. Tata. Handbuch zeitgenössischer Magie. Das sind alles so, na, ich weiß nicht, Flüche und Gegenflüche. Eine Schokofroschkarte von Merlin. Sehr cool. Flüche und Gegenflüche. Oh, es regnet draußen. Ganz gewaltig sogar. Die Welt geht gerade dezent unter. Du hast Flüche und Gegenflüche von Professor Vindictus Viridian. Glückwunsch, du hast es geschafft, neuen Inhalt zu entschlüsseln. Cool. Da ist auch noch was. Gut gemacht, du hast das Buch der Zaubersprüche. Boah, sieht das geil aus. Dieses Zaubersprüchebuch wird dir dabei helfen, eine Reihe einfacher und nicht so einfacher Zauber zu vollbringen, die dein Leben bereichern, beschützen und beleben werden. Beleben, okay. Sobald du es in deine Truhe gelegt hast, kannst du das Vorwort lesen. Ach du Scheiße. Okay, Leute, ich muss kurz die Küchentür zumachen. Das geht nicht. Ich wurde als letzte von 9 Schwestern in eine arme Familie geboren. Als ich jung war, gab es kein Buch mit Zaubergrundwissen, das eine Anfängerhexe wie mir klare, einfache Anweisungen lieferte und so die Magie weit weniger geheimnisvoll gemacht hätte. Es fiel mir schwer, die komplizierten Anweisungen in den alten Textbüchern der Schule zu verstehen. Zu Hause musste ich mich mit meinen älteren Schwestern herumschlagen, die mir für jeden Zauber den falschen Zauberspruch sagten. Umhänge aus zweiter Hand sind peinlich, aber Zaubersprüche aus zweiter Hand sind gefährlich. Ich wurde älter und verstand, dass die Hilfe, nach der ich suchte, einfach nicht existierte. Deshalb schuf ich das Buch, das du in Händen hältst.
Das Buch der Zaubersprüche. Ich bin so stolz, dass dieses einfache Schulbuch jetzt in Zauberschulen auf der ganzen Welt genutzt wird. Es wurde in 72 Sprachen übersetzt, darunter sogar in Koboldgack und Mährisch. Für meine lieben Schwestern habe ich sogar Sonderausgaben drucken lassen, die leider einige Druckfehler enthielten, was zu durchaus komischen Unfällen führte. Aber Romildas Schwanz ist wieder verschwunden und wir sind wieder Freunde. Mit dem Buch der Zaubersprüche lernst du diverse Standard- und nicht ganz so Standardsprüche, die dein Leben verbessern, schützen und beleben. Am Ende jedes Kapitels findest du ein Rätsel, ein kleines Gedicht mit versteckter Botschaft, das zeigt, welche Eigenschaften und Gewohnheiten einen Zauberer oder eine Hexe großartig machen. Jedes Rätsel erzählt die Geschichte einer Hexe oder eines Zauberers, die nicht über die nötigen Eigenschaften verfügten und versagten. Die Namen wurden zum Schutz der Tölpel geändert. Die Lösung zu all den Rätseln findest du, wenn du jeden Zauber in diesem Buch gemeistert hast. Aber vielleicht brauchst du die Lösung dann nicht mehr. Viel Glück, pass auf und zaubere gut! Ohne Witz, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Oh, wie cool. Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Boah, ist das genial. Oh Gott, meine Küche ist jetzt bestimmt total zugeregnet, aber das ist mir sowas von egal. Das ist ja mega gut. So cool. Aber mir fehlt immer noch was. Ist egal, ich muss jetzt ganz kurz, oder? Wartet. Oh, ich muss eh aufhören. Ich bin bei 22 Minuten. Ich guck jetzt mal kurz, ob ich hier noch irgendwas finde. Aber es muss hier noch irgendwas geben. Ich muss hier noch einmal kurz durchgehen. Aber... Nee, es scheint hier nichts mehr zu geben. Irgendwas muss es hier doch noch geben. Okay, anscheinend finde ich das letzte nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall die Folge jetzt beenden. Ich bedanke euch für mich zu gut. Hä? Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Mir hat der Schluss jetzt auf jeden Fall mega gut gefallen. Und ich wünschte mir so sehr, ich könnte diese Bücher lesen. Ich gucke gleich mal wirklich, also in der nächsten Folge gucke ich auf jeden Fall, ob ich die Bücher auch wirklich lesen kann. Das wäre so genial. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!